Hallo Freunde, Dr. Florian Roske hier und in diesem Video werde ich endlich mal die Katze aus dem Sack lassen, warum am Ende des Tages Menschen wirklich erfolgreich sind und was mich persönlich am Ende des Tages wirklich erfolgreich gemacht hat. Alles andere, ja, das Kalkulieren, Nutzen von irgendwelchen Excel-Tabellen, das Verständnis für zum Beispiel Immobilien oder den Finanzmarkt, das ist am Ende des Tages alles nur das Ergebnis einer einzigen Fähigkeit. Oder eigentlich sind es zwei, die am Ende des Tages deinen Erfolg definieren. Du solltest auf jeden Fall dieses Video bis zum Ende anschauen, wenn auch du wissen willst, was am Ende des Tages eigentlich Erfolg ausmacht. Und hier die gute Botschaft. Jeder kann Erfolg lernen. Und es gibt auch Methoden, diese eine Eigenschaft zu stimulieren und täglich zu verbessern. Also, schau dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, wenn du lernen willst, wie man erfolgreich ist im Leben. Mein Name ist Dr. Florian Roske, ich bin Analyst, Investor und Macher. Und in meinen Videos nehme ich dich auf meiner persönlichen finanziellen Freiheitsreise mit. Jetzt geht es um die zwei Faktoren, die uns erfolgreich machen. Das eine ist unsere Basisintelligenz. An der können wir am Ende des Tages nicht viel schrauben, wenn wir im Prinzip unterhalb des Normallevels sind oder auch wenn wir ein drüber sind. Am besten ist im Prinzip, um erfolgreich zu sein, dass man über eine ausreichende Basisintelligenz verfügt. Und jetzt die gute Nachricht, das haben 80% der Menschen eigentlich in Deutschland, haben ausreichend Intelligenz, um alles zu erreichen, was sie sich wollen. 10% sind drüber. Drüber zu sein ist auch nicht immer gut. Ne? Dann ja, denkst du vielleicht zu kompliziert, du gehst an alle Themen zu sternförmig ran und am Ende des Tages kommst du einfach nicht ins Machen. Das ist auch nicht gut. Und natürlich 10%, die drunter sind, ja, drunter zu sein, ist auch nicht so gut. Aber am Ende des Tages, ja, wenn du drunter bist, wird dein Leben wahrscheinlich sowieso etwas leichter ausfallen, weil du musst dir oder machst dir über viele Sachen einfach viel weniger Gedanken. Gut, aber die gute Botschaft jetzt für alle, es gibt eine Fähigkeit und die rockt's am Ende und entscheidet sich, ob jemand ein super Fußballprofi wird, ein super Investor wird, ob jemand Vermögen anhäufen kann oder eben nicht. Und diese eine Eigenschaft ist die sogenannte Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung oder auch Willpower, also Schaffenskraft. Und die kann man stimulieren. Also, wir reden also heute um das Thema Selbstbeherrschung. Eine Frage, die ihr euch am Anfang dieses Videos auch mal stellen sollt, wie hoch ist denn eigentlich euer eigener Level für Selbstbeherrschung? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie schätzt du dich eigentlich selber ein, was dein Thema Willpower, also Willenskraft, Durchsetzungskraft und Selbstdisziplin bedeutet? Ja, wie definiert man das? Selbstkontrolle bezeichnet die willentlich innere Kontrolle der eigenen Handlungen. Also um auch kurzfristig widerstehen zu können oder auch Belohnungen aufschieben zu können oder unerwünschte Gewohnheiten zu unterdrücken, um das eigene Verhalten im Einklang mit langfristigen oder übergeordneten Zielen und Werten zu bringen. Also wir haben allen Tag, jeden Tag, und das macht uns als Menschen aus, Emotionen, die in uns hochpoppen. Wir haben Impulse, wir haben irgendwelche Gedanken. Und die Frage am Ende des Tages, wie oft oder wie gut kann ich das emotionale, das impulshafte Menschsein eigentlich professionalisieren und nutzen und, ja, wie soll ich sagen, domestizieren, also strukturieren, um dann doch noch meine eigenen Ziele zu erreichen. Denn das, was bei uns jeden Tag aufpoppt, die Achterbahn, die haben wir alle. Aber wie gut kann ich quasi diese Impulse, die auf mich einprasseln, diese Gefühle beherrschen, strukturieren und trotzdem dann meine Ziele zu erreichen?
Viele kennen bestimmt auch den Schokoriegel Silberbarren-Test. Das heißt, da standen Leute auf der Straße und haben angeboten im Sommer, hier, du kannst eine eisgekühlte Schokolade haben, ein Stückchen Schokolade, oder in 10 Tagen kriegst du einen 100 Gramm Silberbarren. Was nimmst du? Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ein Großteil der Menschen sich für die eisgekühlte Schokolade entschieden haben. Oder auch ein wunderbarer Test hat man an Schulgruppen gemacht. Da hat ein Psychologe 2 tolle Kekse, gut riechend, auf einen Teller gepackt und meinte zum Kind, ich komme in 10 Minuten wieder. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Du kannst dir hier die beiden Kekse reinpfeifen oder wenn ich wiederkomme in 10 Minuten, dann kriegst du 8. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mit wie verschiedenen Art und Weisen versucht haben, die Kinder hier umzugehen. Manche, null Selbstbeherrschung, haben gleich die Kekse reingemümmelt. Die anderen haben Kekse ignoriert und haben versucht wegzugucken. Andere haben den Teller auf die Kekse gepackt und haben einfach gehofft, durch, ja, ich sehe es nicht, im Prinzip diese 10 Minuten zu überbrücken. Und manche, die saßen Iron Mike-like, super knüppelhart auf dem Platz und haben ausgeharrt. Aber du hast trotzdem gemerkt, wie sie vielleicht an ihrer Unterlippe rumgeknabbert haben, um diesen beiden Keksen zu widerstehen. Und du könntest dich selber ja auch mal fragen, ob du derjenige bist, der die kalte, eisgekühlte Schokolade nimmt oder sich jetzt sofort die beiden Kekse reinstopft. Also, es geht im Prinzip darum, ob man in der Lage ist, sofortigen Belohnungen auch teilweise aus dem Weg zu gehen, zu einem längeren Großen, also kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen, um das große Ganze dahinter im Prinzip zu erreichen. Auch ein Indikator ist, ob man, wenn man sich Ziele setzt, wie gut man diese Ziele erreicht, denn auf dem Weg zu unserem Endziel gibt es ja immer eine Menge Unwägbarkeiten und Ablenkungen, die da hochpoppen. Auch wie gut man seine eigenen Emotionen kontrollieren kann. Auch wie gut deine eigene Entscheidungsqualität ist. Und wie man halt diesen aufpoppenden Impulsen am besten rational begegnet. Beim Pokerspielen erlebe ich das regelmäßig, da kann man ganz viel lernen. Um beim Pokern zu gewinnen, ist eine Eigenschaft die hauptentscheidende, die Selbstdisziplin. Manchmal ist es für einen Pokerspieler so, dass er da 1 Stunde sitzen muss, weil er einfach keine guten Hände kriegt zum Spielen und er einfach nicht spielt. Und nicht so sagt, ach, jetzt habe ich mal die und die Hand. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jetzt was. Obwohl es nichts wird. Weil rein statistisch gesehen es keinen Sinn macht, mit diesen Händen an den Start zu gehen. Also extrem gute Pokerspieler verfügen über eine gewaltige Disziplin und sind dann in der Lage, da stundenlang zu sitzen und auf die Hand zu warten, auf die sie eben ihr Geld setzen. Und ja, sogenannte Gambler oder halt Menschen ohne Selbstdisziplin, die sehen bei jedem paar Karten die Chance ihres Lebens, hier jetzt den großen Gewinn zu machen. Aber am Ende des Tages verlieren sie natürlich ihr gesamtes Geld, weil sie über diese eine wichtige Eigenschaft nicht verfügen, und das ist Selbstdisziplin. Wissenschaftlich geht man davon aus, dass die Willenskraft sich im präfrontalen Kortex befindet. Das ist quasi direkt hinter unseren Augen und unserer Stirn. Wenn es also darum geht, Dinge, ja, die dich zum Menschen machen, wie Gefühle und Gedankenimpulse zu kontrollieren, dann im Prinzip ist dort das Zentrum. Ja, wenn man seine Willenskraft extrem schädigen will, ist eines der besten Wege natürlich Drogenkonsum, Alkohol, übermäßigen Stress, aber auch Hunger oder Schlafentzug. In diesen Zuständen sind wir in der Regel oder haben wir die Regel die schlechteste Willenskraft oder Selbstbeherrschung. Wichtig ist, kommt jetzt an dieser Stelle für alle, die besser werden wollen in dem Segment. Selbstbeherrschung, so geht die Wissenschaft von aus, ist wie ein Muskel, den man im Prinzip trainieren kann. Aber dieser Muskel kann auch ermüden und man kann auch diesen Muskel überfordern. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag über harte Entscheidungen treffen muss, dann wird in der Regel auch meine Entscheidungsqualität immer schlechter. Deswegen, schlaue Menschen fangen an, sich auch gerade Routinen zuzulegen, um
sehr selten, um ihre Willenskraft über den Tag nicht abzunutzen. Bei mir sieht er immer am besten, ich trage immer das gleiche T-Shirt, ich habe immer die gleichen Crocs an. Damit muss ich mich morgens nicht mit Entscheidungen auseinandersetzen, sondern ich kann einfach nehmen, was da ist, und damit entlaste ich mein System. Auch Menschen, die im Prinzip immer das gleiche Frühstück essen, brauchen morgens keine Entscheidungspower, also müssen ihre Willpower gar nicht abnutzen, weil sie im Prinzip immer das Gleiche machen. Deswegen sind Morgenroutinen auch teilweise so gut, weil sie einfach sind, denn sie entlasten unser System. Unsere Willpower wird nicht schon morgens in Anspruch genommen, indem ich viele tausend kleine Entscheidungen jeden Morgen neu treffen muss. Auch ganz klar, wenn also die Willenskraft, die Kraft zur Selbstdisziplinierung, die Selbstkontrolle ein Muskel ist, dann weiß ich also auch, dass ich diesen Muskel trainieren kann, aber ich kann ihn auch wie in jedem Gym überbeanspruchen. Das führt dann zur Ermüdung und dann treffe ich nur einfach noch schlechte Entscheidungen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag, und das merke ich zum Beispiel den Pokerspielern, wenn ich von morgens angefangen habe, morgens schon ein Turnier zu starten und ich ziehe jetzt echt 8 Stunden durch und habe permanent Entscheidungen getroffen und bin vielleicht aus dem Turnier rausgeflogen, dann ist das eine ganz dumme Idee, sich abends noch an den Cash-Stellbit zu setzen und Cash-Game zu spielen. Denn meine Erfahrung ist, da verliere ich immer. Denn ich bin schon so ermüdet, was meine Entscheidungsfindung betrifft, dass ich eigentlich gar nicht mehr in der Lage bin, richtig gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch ein guter Punkt beim Thema Selbstbeherrschung, Selbstmanagement, dann einfach nach Hause zu gehen und sich schlafen zu legen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Also Routinen helfen, aber auch Selbsteinschätzung helfen. Und es hilft ganz stark auch, so wenig Entscheidungen im Prinzip morgens treffen zu müssen, um dann bessere Entscheidungen treffen zu können. Wenn Menschen über zu wenig Willpower verfügen, ist auch ein ganz geiles Mittel die Meditation. Früher konnte ich mit Meditation überhaupt nichts anfangen. Schon nach 3 Minuten Augen zu, ich dachte, oh meine Güte, was empfinden Menschen daran? Aber, und das habe ich mir von ein paar Poker-Pros erklären lassen, mit Meditation kannst du ganz entscheidend deine Willpower stärken. Und dazu reichen eigentlich schon 2 oder 5 Minuten pro Tag. Du setzt dich einfach hin, du schließt die Augen und dann immer, wenn du einatmest, zählst du zum Beispiel 1 oder sagst einatmen, und wenn du ausatmest, zählst du 2 und sagst ausatmen. Und immer dann, wenn dir in deinem Bewusstsein irgendwas wegpoppt, also hochpoppt, immer wenn was kommt, ah, muss ich das machen, ah, muss ich das machen, dann holst du quasi dich über das 1-2, über die einen Ausatmung wieder zurück. Das heißt, du disziplinierst dich, du lernst dich zu fokussieren, dass du sagst, du bleibst bei einer Sache und die heißt 1-2, und immer wenn was kommt, wie mit so einem Lasso, hopp, holst du deine Aufmerksamkeit zurück. Und das trainierst du jeden Tag 2 bis 5 Minuten, und das wird den Erfolg in deinem Leben maßgeblich beeinflussen, denn du wirst lernen, dich laserscharf fokussieren zu können, und du wirst lernen, besseres Durchhaltevermögen bei allen Dingen deines Lebens zu haben. Also das ist ein ganz praktischer Tipp, was du machen kannst. Und dazu gibt es auch Studien. Wie schon gesagt, tägliche Routinen ist ein weiterer guter Punkt, um ja, zu lernen, sich weniger ablenken zu lassen, auch andere Sachen weniger zu verschieben, auch natürlich weniger Junkfood zu essen. Ganz viele persönliche Dinge entstehen im Prinzip, wenn du anfängst, einen Fokus zu finden. Auch ein toller Sachverhalt ist Sport. Und auch dazu gibt es Studien, da hat man mal einer Gruppe kostenfrei einen Abo und Zugang zu einem Fitnessstudio geschenkt. Und die dann automatisch anfingen, da Routinen draus zu machen, regelmäßig hinzugehen, die waren auf einmal fitter. Die haben auch weniger Junkfood gefuttert. Sie haben weniger Alkohol getrunken. Sie haben weniger geraucht. Und sie haben sich gesünder ernährt. Alles nur wegen dem Training. Und hierfür reichen allein schon 10 Minuten aus. Deswegen versuche ich immer 5-mal die Woche ins Gym, um mich einmal fit zu fühlen, aber auch ein wenig, ich esse gerne, meine Ernährungsverhalten zu kontrollieren. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist die Zuckerfalle.
Unser Gehirn hat im Prinzip nur 1,5 Kilo Masse, braucht aber 25% unserer Glucose, also des Zuckers, was im Nahrungsmittel ist. Wenn ich nun mein Gehirn darauf konditioniere, indem ich permanent überzuckerte Nahrungsmittel nehme, dass es quasi der Zuckerzufluss so ist, dann ist auch unser Gehirn hat ständig im Angstmodus, dass es vielleicht nicht genug Zucker kriegt, weil im Prinzip immer wieder dieses Junkfood, weil es nur kurzfristig Glucose abgibt, dadurch quasi unser Glucosespiegel immer wieder absinkt und so hat unser Gehirn quasi ständig das Bedürfnis, ah, es fehlt wieder, ah, es fehlt wieder. Und anstatt uns quasi mit Nahrungsmitteln zu versorgen, die permanent und konstant Glucose abgeben, wie zum Beispiel Gemüse, Vollkornprodukte, jeden Tag eine Handvoll Nüsse, um nur einige Beispiele zu nennen, also unser Gehirn darauf zu konditionieren und ihm zu sagen, Gehirn, du musst keine Angst haben, du bekommst permanent Glucose. Du musst also jetzt nicht im Prinzip immer, wenn die Situation eintritt, dass der Glukosespiegel abfällt, sozusagen in Panik ausbrechen und mich zu Fressattacken motivieren. Nee, du bekommst permanent Glukose, also brauchst du, ich sag mal so, dir keine Sorgen machen. Und das balanced mich natürlich total aus, weil ich fange an, dadurch ruhiger zu werden, mich besser fokussieren zu können und ich kann viel gleichmäßiger Leistung abgeben. Ausreichend Schlaf ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um in bei sich zu sein, seine eigene Herr zu sein und die volle Willenspower entfalten zu können. Du kannst dich auch jeden Tag selber so ein bisschen testen, indem du dir kleine Aufgaben gibst und siehst, wie gut du sie erfüllst und dich jedes Mal belohnst, Selbstliebe, Flo, geil gemacht, wenn du diese Aufgaben auch erfüllst und sagst, wenn es nicht so gut gelaufen ist, meieiei, hier muss ich noch an meiner Selbstdisziplin arbeiten. Auch ein guter Punkt ist natürlich, sich mit Menschen zu umgeben, die nur so von Willpower strotzen. Und natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, werdet ihr jemanden sehen, der immer für seine Freiheit und für die freie Entfaltung seiner eigenen Möglichkeiten kämpft. Und wenn ihr euch halt mit Leuten umgibt, die permanent kämpfen, die eine hohe Willpower haben, die was erreichen wollen, weil sie sich selber gut konditionieren können, dann wird hier ganz viel für dich mit drin sein. Und du wirst selber zu einem disziplinierteren Mensch werden, als wenn du dich logischerweise mit Menschen umgibst, die jeder Versuchung nachgehen. Dann wirst du selber wahrscheinlich ein erfolgfreier Mensch sein, der jedem Impuls im Prinzip nachgeht. Ja, was haben wir noch? Pausen nehmen, ganz wichtig. Wenn du das Gefühl hast, du bist schlecht drauf oder ausgebrannt. Und wir haben alle auch mal Tage, da läuft es irgendwie nicht. Und dann sind wir im Prinzip nicht in unserer Willpower. Und dann macht es zum Beispiel auch Sinn, sich zu belohnen, sich rauszunehmen, kleinen Urlaub zu machen. Da reichen 10, 15 Minuten, einfach mal bei dir selbst zu sein, das zu machen, was dir Spaß macht. Manchmal auch eine Stunde, um danach wieder ein Level zu haben, wo die Willpower wieder da ist und man seine Probleme easy lösen kann. Auch, und jetzt eine gute Nachricht an alle älteren Menschen, umso älter wir werden, umso höher wird eigentlich unsere Selbstdisziplin. Denn wir haben erfahren schon in unserem Leben, dass man nicht jedem Impuls nachgeben muss. Und bis 25 ist zum Beispiel die eigene, ja, also Versuchungen zu trotzen, die eigene Willpower noch nicht so ausgeprägt und die kommt ab 25 eigentlich erst in die volle Reife. Also, wenn ihr in Zukunft mehr Willpower wollt, ihr wollt eure Ziele besser erreichen und wollt die Zutat, die es dazu eigentlich nötig ist, also Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Willpower, die Zutat, die es ausmacht, dann versucht doch mal, jeden Tag 2-3 Minuten Meditation einzulegen, euch zu versuchen, Routinen in euer Leben einzubauen, die euch das Leben einfacher machen und natürlich ja vielleicht auch mal über eure Ernährungsweise nachzudenken. Diät ist zum Beispiel auch eine Sache, wo man seine Willpower extrem hart dran trainieren kann. In diesem Sinne wünsche ich euch aus Dubai natürlich nur das Beste. Hier ein kleines Foto von meiner Familie und mir, dessen Lebensumstände natürlich nur entstanden sind, weil ich
die Willpower habe, ein gutes Leben zu führen, ein Leben in Freiheit, in Selbstbestimmung und in Fülle. Und wenn du Interesse daran hast, natürlich auch zu lernen, wie man in Immobilien investiert, aktuell lade ich dich herzlich ein zu unserer Immobilien-Dubai-Reise. Es sind noch Plätze frei. Melde dich doch einfach an und dann können wir uns über Immobilieninvestment und Willpower unterhalten und wie du in Zukunft den Erfolg hast, den du eigentlich verdient hast. Beste Grüße aus Dubai, dein Florian.